Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute sprechen wir über einen kontroversen Post von Prinz Markus von Anhalt und Farid Bangs Reaktion darauf. Es war von Beginn an klar, dass diese Aktion ein Nachspiel für Prinz Markus von Anhalt haben wird. Der bekannte deutsche Geschäftsmann hat nicht nur ein riesiges Vermögen, sondern auch ein Faible für die schönen Dinge des Lebens. Eines seiner Lieblingshobbys ist das Kaufen und Fahren teurer Luxusautos. So befand er sich erst kürzlich in der Werkstatt des Ausrüsters Mansory und betrachtete ein paar Karossen, die einem Tuning unterzogen wurden. Zufälligerweise stand in der Werkstatt auch der nagelneue AMG von Rapper Farid Bang und dieser war nicht abgeschlossen. Der 51-Jährige ließ es sich daraufhin nicht nehmen, den Wagen abzufilmen und sogar die Tür zu öffnen, um einen Blick in den Innenraum zu werfen. Hey mein Suri, steht ein bisschen was rum, immer wieder schön. Und da ist Auto von unserem Freund Farid Bang. Gerade ist fertig geworden. Schön mit Name, wunderbar. Der hat's geschafft. Diese Aktion scheint dem Rapper sauer aufzustoßen. Prinz Markus nahm ihm nicht nur die Vorstellung des neuen Wagens vorweg, sondern verschaffte sich auch noch unerlaubten Zutritt zum Wagen des Bangers. Dafür bekommt er nun die Quittung. Der Düsseldorfer macht dem umstrittenen Prinzen eine Ansage auf Instagram. Prinz Markus scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen und versucht die Situation mit einem Spruch aufzulösen und lobt den AMG des Bangers zum wiederholten Mal. Ob Farid Bang die Aktion auch so geil findet, ist eher unwahrscheinlich. Das war's auch schon mit dem kurzen Update. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.